Die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Braucht man auch. Provozieren heißt, die Leute denken zu lassen. Auch das ist eine Haupteigenschaft eines Karikaturisten. Ein Karikaturist, der mich andenkt und mich provoziert, würde sein Handwerk verfehlen, auch das darf man so sagen. Ja, kann man so sagen. Dann Shakespeare muss auch sein, das ist etwa so die Liga, muss man also auch Shakespeare zitieren. Wer ist denn das? Ja. Ach so, Shakespeare. Um ernst zu sein, genügt Dummheit. Während zur Heiterkeit ein großer Verstand unerlässlich ist. Ne? Ich bin nicht ernst. Eben. Oder auch, sehr schön, ein Vorwurf sitzt dann am besten, wenn man ihn in ein Kompliment packt. Ne? Das ist ja auch, das können ja auch Karikaturisten mit. Ja. Ja, ich habe verstanden. Auf 100 Besserwisser gibt es nur einen Bessermacher. Danke für das Kompliment. Das passend auch. Und zum Schluss vielleicht noch Mark Twain. Wir lieben die Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken. Falls sie das Gleiche denken wie wir. Mohrrüben, Kartoffeln, wie? Das war der falsche Zettel. Ich wollte nur sagen, dass ich in diesem Monat auch auf den Tag fast 50 Jahre in Berlin bin. Mit Zuschussgenehmigung. Mit Zuschussgenehmigung. Nee, da gab es dann noch nicht. Das war Arbeit, aber da war ich schon illegal. Also ich weiß, damals ging dadurch ein ganz schöner Ruck durch Berlin, als ich hier einzog. Danke auch allen ganz herzlich, dass ihr gekommen seid, dass ihr auch den Termin nicht vergessen habt, heute hier zu erscheinen, denn ihr wisst ja, heute ist Tag. Welttacke als ich hatte halt früh schon was vergessen. Freue ich mich umso mehr, dass ihr alle da seid. Es ist genug gesagt. Ihr könnt gerne alles angucken, wenn ihr Fragen habt und was nicht versteht, fragt mich nicht. Manchmal verstehe ich das auch nicht. Schönen Dank für euer Erscheinen und dann seid ihr herzlich. Achtung! Stillstand! Herr Künstler! Fass dich, Publikum, an beide Ohren! Hör die Köpenicker Mordgeschichte! Diese Schoße, die der einst versohren, gibt's im ganzen heiligen Russland nicht. Denn der hohe Magistrat mit allen Räten wurde von den Spitzbuben eingespunnt. Und 10 Mann mit scharfen Bajonetten halfen diesem riesen Schweinehund. Folgte dem Kommandoton, dafür aber schreit das Scheusal, das Eklatante unserer Kassenrevision. O Gerechtigkeit, o Gott Erbarmen, wurde in Köpenick dein Bild verwirrt. Es haben pflichtgemäß Gendarmen auf Befehl des Hauptmanns alles abgesperrt und trotzdem so viele Tränen rutschen und Milliarden Seufzer durch die Lüfte ziehen, requirierte nun das Scheusal Kutschen für die beiden Ärmsten nach Berlin. Deutsche Bürger, findest du noch Worte? Auf zum Himmel schreien möcht man nur, als nun die Bescherung samt Eskorte die Linden lang zur neuen Wache fuhr. Noch ein Trost hallt aus diesem Vorgang wieder, dessen idealer Wert enorm. Gott sei Dank, es gibt in Deutschland wieder eine Achtung vor der Uniform.
den ganzen Coup geplant hat. Und auch durchgeführt, mit Preußischem Schmiss, das war er. Ein Schuster aus dem fernen Tilsit, wo auf die schiefe Bahn gekommen war. Danke. Danke. Wilhelm. Und wir sind aber sehen.